Schule läuft ja komplett anders als das Leben. Eine große Kompetenz für die Zukunft ist ja, mit Unsicherheiten umzugehen. Die Welt wird sich ja rasant schnell jetzt ändern, alleine durch die Digitalisierung. Ja, ganz, ganz schnell. Und dann mit so neuen und radikalen Brüchen umgehen, da kann man Verantwortung abschieben oder man kann sagen, okay, ich gestalte das mit. Und was macht Schule? Da kommt so ein Lehrer und der weiß am Anfang der Stunde, was rauskommen soll. Und die Lösung steht im Lehrerhandbuch. Und das erleben wir 13 Jahre lang. Das ist ein heimlicher Lehrplan, der da vermittelt wird. Alles ist getaktet und alles ist so gut und alles muss so sein. Dann kommt man ins Leben und dann ist es komplett anders. Wichtig ist ja, dass wir überhaupt das Zusammenleben lernen. Und da, finde ich, können wir jetzt unseren Kindern ein riesiges Geschenk machen. Dass eine große Heterogenität, dass das ein Schatz ist. Das ist ja nicht im Bewusstsein der Menschen. Die sagen, das geht ja gar nicht. Die und die und die können ja gar nicht zusammen lernen, weil es so schlecht sich vorzustellen ist. Und wenn einfach Kinder in großer Heterogenität aufwachsen, bei uns ist ja jahrgangsgemischtes Lernen und bei uns sind Kinder mit Down-Syndrom und Hochbegabte und alle eben zusammen, immer. Sie lernen immer gemeinsam und das ist einfach toll. Und wie da die Kinder darüber erzählen, und sie, wir kennen die Schwächen und die Stärken und was das eigentlich mit ihnen macht, welchen Zusammenhalt das gibt. Das ist ja ein Geist, den man da lernt, eine Einstellung, eine Haltung. Und natürlich vermittelt Schule Haltung, und zwar auch durch ihren heimlichen Lehrplan. Das heißt, wenn welche weggeschickt werden oder wenn man trennt oder die Guten da ins Körbchen und die anderen dahin und so weiter, dann kriegen Kinder mit, aha, hier wird getrennt, es gibt bessere, es gibt schlechtere, genauso wie mit den Noten und Klassenarbeiten wiedergeben, ich bin besser, ich bin schlechter, ist ein Geist von Wir oder Konkurrenz da. Und der vermittelt sich über das Zusammenleben und nicht unbedingt über die Unterrichtsstunde und welchen Text man jetzt liest über solche Themen. Wirksam und durchgreifend ist das, was ich erlebe. Und ich glaube, da denken wir oft nicht dran.